Hallo und willkommen im Grillteam Barbecue Shop. Mein Name ist Björn und ich zeige euch heute, wie ihr die Brenner an einem Gastrobräter austauschen könnt. Wenn nach einiger Zeit eure Brenner einen gewissen Verrostungsgrad erreicht haben oder nach etlichen Jahren durchgebrannt sind und ihr sagt, Mensch, jetzt wird es langsam Zeit, die auszutauschen, dann könnt ihr unter grillteam.de zwei Arten von Brennern nachbestellen. Das sind zum einen die hier verbauten und schon leicht angerosteten Stahlbrenner, die wir gleich austauschen, und zum anderen die Edelstahl-Variante. Der Vorteil von Edelstahl ist seine Korrosionsbeständigkeit. Unabhängig davon, ob ihr nun Stahl- oder Edelstahlbrenner bestellt, müsst ihr auf zwei Dinge achten. Wir haben zwei Typen von Brennern, einmal den linken, der hat die Halterung für die Piezo-Zündung montiert, und alle weiteren Brenner, an denen jeweils der Flammübersprung angebracht ist. Zudem unterscheiden sich die Brenner in der kW-Zahl. Wir haben 3,6 und 4,5 kW Brenner. Der Unterschied liegt im mittleren Brennerstrang, der wie hier bei den 4,5 kW Brennern gelocht ist. Bei 3,6 wäre der mittlere Brennerstrang nicht gelocht. Zum Austausch der Brenner benötigt ihr folgendes Werkzeug. Zum einen einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Mautschlüssel der Größe 11 und eine Rohrzange. Als erstes beginnen wir damit, die Klemmleiste an der Brennerauflage zu demontieren. Wir nehmen dazu den Kreuzschlitzschraubendreher und lösen die einzelnen Befestigungsschrauben. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Wenn wir die Klemmleiste gelöst haben, nehmen wir den Schraubenschlüssel und lösen die Mutter des Thermoelements und ziehen dies nach unten raus. Bevor wir die Brenner von der Luftmischhülse ziehen, entfernen wir das Tropfschutzblech für die Gashähne und lösen die beiden Kreuzschlitzschrauben an der Vorderseite des Gastrobräters. Nummer 1 und Nummer 2. Wenn wir das Tropfschutzblech entfernt haben, haben wir freie Sicht auf Luftmischhülse und Brenner. Wenn ihr jetzt den Brenner von der Luftmischhülse runterzieht, achtet darauf, dass ihr im Bereich der Auflage hier hinten nicht zu weit anhebt, ansonsten würde aufgrund der Neigung die Luftmischhülse vorne brechen. Also darauf achten, den Brenner vorsichtig von der Auflage zu lösen und Richtung Rückseite den Brenner von der Luftmischhülse runterziehen. So, jetzt haben wir den alten verrosteten Stahlbrenner demontiert und möchten den neuen Edelstahlbrenner einbauen. Ihr seht, dass der Brenner hier oben so leicht oval geformt ist. Ihr nehmt eine Rohrzange und drückt an der rechten und linken Falz so weit, bis eine entsprechende Rundung entsteht. Ihr setzt das Brennerrohr an die Luftmischhülse und schiebt von hinten bis zum Anschlag, klippt das Brennerrohr hinten in die Brennerauflage und löst die Wasserpumpenzange. Ihr führt nun das Thermoelement durch die Halterung des neuen Brenners, verschraubt das Ganze wieder mit der Mutter, drückt die Halterung so weit hoch, dass der Thermofühler genau über einem Gasaustrittsloch sitzt und zieht das Ganze mit dem Mautschlüssel nochmal richtig fest. Wenn wir jetzt den neuen Edelstahlbrenner eingebaut und das Thermoelement passend positioniert haben, müssen wir noch die Klemmleiste der Brennerauflage montieren, genauso wie das Tropfschutzblech für die Gashähne wieder anbringen. Wenn auch das erfolgt ist, ist der Austausch der Brenner schon erledigt und ihr könnt die beiden weiteren genauso wechseln wie den ich euch gerade gezeigt habe, bis auf den ganz linken. Da müsst ihr die Piezo-Zündung erst demontieren und im Anschluss wieder montieren. Wenn ihr noch Fragen zum gesamten Thema Austausch Brenner habt, gerne ab damit in die Kommentare. Passende Brenner für euren Gastrobräter findet ihr unter grillteam.de. Ich wünsche euch ein weiteres Mal viel Spaß beim Grillen. Wir sehen uns bald wieder. Euer Björn vom Grillteam.